Ist es sinnvoll, auch am Boden zu trainieren? Ja, gute Frage, vielen Dank. Ich kann erst mal sagen, fuck ja, ist natürlich eine sinnvolle Idee, am Boden zu trainieren. Aber ich würde ein paar Sachen gerne dazu klarstellen. Zum einen, das, was wir so als Bodenkampf definieren, ist nicht dasselbe wie das, wie es dann wirklich passiert. Wenn wir an Bodenkampf denken, dann denken wir an das Judo, das BJJ, MMA. Da geht es um ganz viele Sachen und extrem viel Bewegungskultur am Boden. Also wie kann ich aus komplizierten Positionen rauskommen? Wie kann ich Hebelversuche, Würgeversuche abwehren? Wie kann ich einen Ground and Pound verhindern, also dass mir mein Gegenüber den Kopf am Boden einschlägt und so weiter und so fort? Und wie komme ich dann dahin, meine Position so zu verbessern, dass ich selber in Angriffsoptionen komme? Also selber zu schlagen, zu hebeln, zu würgen. Das ist nicht, worum es uns geht, ne? Also bei uns geht es nicht darum, jemanden zu submitten oder auszunocken. Wenn wir von Selbstverteidigung reden, von Gewalt, ist ein Gewalt-Podcast hier, dann gehe ich ganz schwer davon aus, dass euer Schwerpunkt eher darauf liegen sollte, das Gegenüber zu überwältigen, um dann vielleicht zu fliehen oder eine andere Option in Erwägung zu ziehen, die nicht unbedingt mit, naja, Würgen, Hebeln zu tun hat. Sagen wir es ganz klar. Auch in Bodennähe zu schlagen ist manchmal nicht die beste Idee. Ganz einfach, weil, naja, eure Hand besteht aus extrem vielen kleinen Knöchelchen. Und wenn ihr auf einen Gegenstand, der rund ist, am Boden liegt, einhämmert, also einen Kopf zum Beispiel, dann wird diese sehr integre Struktur wahrscheinlich weniger schnell nachgeben, als das eure Hände tun. Gibt es ganz blöde Verletzungsmuster. Stattdessen gibt es da extrem viel zu beachten für. Und letztlich sollte natürlich der Fokus sein, da wieder hochzukommen, wegzulaufen, sich selber zu verarzten, Notruf abzusetzen und sowas, ne? Gewalt ist was anderes als ultimativer Kampf. Das Zweite, was ich dazu gerne sagen würde, ich höre das extrem oft. Jeder Kampf oder die meisten Kämpfe enden am Boden. Naja, zumindest wenn einer ausgenockt wird, ist das bestimmt richtig. Allerdings starten sie auch fast immer eben im Stand, ne? Ist ein bisschen eine Binsenweisheit oder eine sachlogische Schwäche. Für euch sollte ganz klar sein, dass natürlich nicht jeder Kampf am Boden landet und auch die Ursache dafür, dass Kämpfe am Boden landen, nicht unbedingt darin begründet sind, dass einer einen Wurf macht, euch tackelt, euch in irgendeiner Form ja, eben zu Boden bringt, sondern dass es Gleichgewichtsprobleme gibt, dass ihr einen eingeschenkt bekommt, heißt die Ausgangsbasis einer Auseinandersetzung am Boden ist genauso eine andere wie deren wahrscheinlicher Ausgang in der Gewalthandlung. Guckt euch dazu die Serie Selbstverteidigung verstehen an. Da geht es auch immer mal wieder an Boden, aber ihr seht extrem selten, dass mal einer einen Fußfeger macht, einen Hüftwurf, einen Single Leg, keine Ahnung was. Das ist einfach ein anderes Szenario. Insbesondere wenn es dann auf den Boden geht, hat natürlich dieser Boden auch einen ganz anderen situativen Kontext, als er das hat im Ring oder im Oktagon oder auf der Matte. Ihr habt dann nämlich eine relativ raue Oberfläche, auf der vielleicht Sachen liegen, stehen, Stühle, Tische, Glas, wer weiß was, ne? Da ist allein so ein Manöver wie Shrimpen und so. Sieht ein bisschen anders aus und ist nicht ganz so dynamisch, wie das vielleicht ist auf einer eher glatten Oberfläche. Wenn ihr zu Boden geht, ist das auch was Härteres, als wenn das eben eine Matte, ein Schwungboden oder sowas ist, wie im Ring. Ich werde euch da absolut zu raten, mal ein Bodenkampfseminar bei irgendjemandem zu machen. Natürlich auch bei mir, wo man auf dem Boden, vielleicht draußen, vielleicht auf einer Wiese trainiert, wo man in beengten Räumlichkeiten trainiert. Das ist ein Lagefaktor. Insbesondere auch, dass die soziale Situation, der Kontext eine Rolle spielt. Klar habt ihr wahrscheinlich ein Problem, hoffentlich nur mit einem. Aber wer weiß, wer da noch so umherspringt. Das muss nicht mal jemand sein, der es auf euch wirklich abgesehen hat. Aber da fliegen dann doch mal ein paar Füße rum oder Leute schreiten, fallen drauf, drüber, drunter. Man muss sich das ein bisschen martialischer vorstellen, wenn ein Kampf in einem Gemenge wirklich mal in Bodennähe sich verlegt. Und zuletzt, ja, selbstverständlich können dann gefährliche Gegenstände eine Rolle spielen. Muss nicht sein, dass nur das Gegenüber das macht, aber ihr habt diese Option selbstverständlich auch. Und die habt ihr aus guten Gründen. Und notwehrrechtlich ist das zwar bedenklich oder zumindest bedenkenswert, aber immer eine Option. Gut, das soll schon zu dieser Frage gewesen sein. Am Boden trainieren ist absolut sinnvoll. Ich würde nicht meinen Schwerpunkt drauf legen. Und wenn ihr die Option habt, dann sucht die Nähe zum Boden nicht unbedingt, außer euer Kontext erzwingt das, weil ihr zum Beispiel die Bewegungsfähigkeit einschränken müsst. Fesseln und so weiter ist mit dem Wegnehmen einer räumlichen Dimension, also gegen die Wand oder gegen den Boden, natürlich wesentlich leichter. Das wird für die meisten von euch nicht zutreffen. Ich danke euch trotzdem für die Aufmerksamkeit. Bitte abonniert diesen Kanal, gebt dem Video ein Like, aktiviert die Glocke, damit ihr per E-Mail informiert werdet, wenn neue Videos kommen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwas in den neuen Folgen behandelt haben wollt. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.